warum will er dann Rache an Leon? Ja gut, vielleicht weil Leon der Regierung treu geblieben ist, die seine Einheit im Stich gelassen hat oder irgendwie sowas. Könnte, würde Sinn machen, egal. Ashley Grahams Entführung, Phase 1, Abfahrt mit der Zielperson vom Campus. Zielperson wie gewohnt bis zum Beginn von Phase 2 eskortieren. Im Fahrzeug sollten nebst Baker drei weitere Personen sitzen. Abels Einheit fährt in einem späteren Fahrzeug hinterher. Fahrt die übliche Route. Ja, der hat das alles genau durchgeplant. Und die ganzen Fahrer durch seine eigenen Männer ersetzt. Phase 2. Probleme mit dem Motor vortäuschen und das Fahrzeug stoppen. Zielperson zu Abels Wagen führen. Phase 3. Abels Einheit weicht von der üblichen Route ab. Zielperson betäuben und fesseln. Zielperson in einem Container einschließen. Ja, Phase 3 klingt schon echt nicht mehr freundlich. Und wird wahrscheinlich mit Phase 4 nicht besser werden, gehe ich mal stark von aus. Bakers Einheit sorgt für Ablenkung. Henrys Einheit hackt die Datenbank der Ermittlungsbehörde und legt ihr Netzwerk lahm. Phase 5. Treffpunkt bei Punkt K9 und Transfer der Fracht auf das Schiff. Ah ja. Eine lange Schiffsreise eingesperrt in einem Container mit Betäubungsmitteln. Ja. Das ist Folter. Mal vom Allerfeinsten irgendwie. Naja. Gut, wir haben keine Chance. Außer, wir haben keine Wahl, außer auf dieses von Krauser vorbereitete Schlachtfeld zu treten, leider Gottes. Er hat uns auch extra den Weg hier markiert. Wahrscheinlich, weil er glaubt, dass Leon kein guter Spurenleser oder sowas ist. Naja. Ja, ihr seht es ja auch, wie es hier aussieht. Ne? Man kennt es aus dem Original. Da ist was Neues Außer, dass der Händler reingekommen. Was nochmal hier könnte ist. dich interessieren? Dann können wir noch mal eben. Willkommen. Ich habe was Neues für dich. Ja, das sagt er irgendwie jedes Mal und nicht unbedingt jedes Mal stimmt es immer. Danke. Wäre das dann alles? Können wir noch mal Geld, ja, in die Haltbarkeit des Langsam Messers? Das fällt ist mir eine gute dein Geschmack, Investition. Fremder. Bisschen Bist in du die beeindruckt, Angriffskraft packen wir auch noch rein Hammer? Bei dem handwerklichen und Geschick reparieren und das Ding. Kleinigkeit, da Krauser steht wären an, noch neue Messer ist da immer eine Daten, die gute dich Waffe, interessieren weiß man. könnten. Und sonst sind wir Meine fast Waren pleite, sind in einem aber ich Top-Zustand. finde, wir Das haben unser verdichtet Geld mir gut da draußen nicht investiert. weg. Und dann schreiten wir jetzt quasi hier den Weg in den Ring. Anfangsmusik oder Einzugsmusik gibt es für uns leider nicht. Könnt ihr jetzt noch hier Real American reinschneiden oder so? Aber dafür fehlt ein bisschen das Feuerwerk. Wir lassen es mal einfach. Ist eine lustige Anekdote an meine Originalaufnahme übrigens. Bei dem Quicktime-Krauser-Kampf, den wir hier nicht haben, Spoiler-Alarm. Hab auf dich gewartet, Rookie. Oh, machst dir Sorgen um die Kleine, ist es das? Sieht dir ähnlich. Du hattest immer ein schlechtes Urteilsvermögen. Aber wenn du glaubst, dass du hier lebend durchkommst, bist du noch naiver, als ich dachte. Du kannst sie nicht retten. Du kannst niemanden retten. Hören Sie auf, Krauser! Für diese Verrückten zu arbeiten, bringt niemanden zurück. Und wozu überhaupt? Rache an der Regierung? Hätten Ihre Männer das gewollt? Rache. Du denkst, ich mache all das für Rache? Darum geht's hier doch, oder nicht? Dort, in dem Dschungel, ist mir was klar geworden. Das Wichtigste in dieser Welt ist reine, unverfälschte Macht. Los Illuminados gaben sie mir. Sie waren immer ein Arsch. Aber sie waren ein Mann von Ehre, von Stolz. Sehen Sie sich an. Genug geredet. Ausrücken und Feuer frei, Soldat! Okay, los geht's. Schwing die Hupe, Rookie. Also ich hätte auch eher vermutet, Hat ja dass es keine da um Rache Auswahl. geht, aber er labert. Ach du Scheiße. Er labert Wo bleibt jetzt dein nur was Instinkt? von unverfälschter Was ist Macht. los mit dir? Das klingt Zeig meine irgendwie noch Gnade! eindimensionaler fast schon, möchte ich sagen. Naja, so, da ist er. Du bist langsam und ein gottverdammter Schwächling. Ja, komm.
Ah, okay, okay. Ist ja gut, ist ja gut. Ich nehme ja schon ein Scheißmesser, ey. Mann, eigentlich würde ich hier gerne mit einem Magnum eine die Fresse hauen, aber... Alter, der ist aber heftigst am Bluten da, oder? Dafür aber niemals dem Feind das Tempo zu überlassen. Naja. Ja, es könnte ein richtig schönes Tankfest werden. Im späteren Verlauf. Vielleicht auch dann so eine Slapstick-Nummer, wo wir von einer Falle in die nächste laufen. Wo ist er hin? Oh Gott. Mit seinem scheiß Drecksbogen. Ja, mach doch. Verdammt, wieso konnte ich jetzt nicht blocken? Weiß ich nicht. Läuft irgendwie nicht so gut wie bei seinem, wie beim ersten Kampf mit dem Abwehren. Oh, fuck. Ah, shit. Das ist sehr gut. Das hat unsere Weste abgefangen, die schon fast im Arsch ist. Und das war nur bei diesem ersten Kack-Duell. Also geht doch. Hier. Mach es mir nicht so leicht. Ja, das sagt er jetzt, wo wir gerade so die Oberhand gewinnen, ne? Verdammt! Ja, okay, das war's endlich. Mit seiner Ninja-Granate haut er ab, wollte ich sagen. Und, ja, komm, wir nehmen ihn mal. Wer weiß, wie es der Kleinen geht? Ja, sagt er jetzt, weil wir ihn mit dem Messer malträtiert haben und jetzt hier seinen Schwanz eingezogen hat, ne? Ja, aber das war es natürlich noch lange nicht. Der hat einiges an Fallen für uns vorbereitet und ich hoffe mal nicht, dass das jetzt so eine Slapsticks-Nummer wird, wo ich von der einen in die nächsten Falle tappe. Ich vergesse gerne mal immer hier, was der... Weißt du noch, der Kampf im Dschungel? Wir haben es gerade so lebend rausgeschafft. Hör auf dein Bauchgefühl, nicht denken. Das war das Erste, das sie mich lehrten. Ja, aber muss man nicht oben auf seinen Bauch... Dieser Ort ist eine einzige Falle. Ja. Hier habe ich keine Chance. Wenn man auf sein Bauchgefühl hört, muss man da nicht auch denken. Schlampig! Ah, fuck, ja. Habe ich es vorhin noch gesagt. Ja, und schon haut er wieder ab. Mit seinen Ninja-Granaten, ne? So. Ja, der hat hier so einiges installiert. Wir hören da auch ein bisschen was piepen. Ist kein gutes Geräusch. Und... Naja. Nee, da falle ich diesmal nicht drauf rein. Das kannst du knicken. Das hatte ich noch so halb in Erinnerung gehabt. Und die Bärenfalle nehmen wir auch nicht mit. Das ist natürlich dann das Beste. Man läuft in die Bärenfalle und er schießt einen mit seinem Pfeil genau in die Fresse. Lass ich dieses Mal nicht über mich ergehen. Ist jetzt... wir haben irgendwie hier keine Chance da an den ranzukommen. Da müssen wir eine Granate wohl opfern. Schade drum. Aber gut. Ich will jetzt auch nicht da in die Sprengfalle reinlaufen. Oh ja, fast vergessen, da sind Geschütztürme. Schon so Metal Gear-ähnliche Kamera mit Geschützen. Ja, wir haben vorhin noch gesprochen, da ich übersehe die Bärenfallen nicht und dann ist es soweit. Spitzenmäßig. Spitzenmäßig. So, die räumen wir aus dieser Richtung, aus dem Weg. Ich glaube, der taucht ja jetzt gleich nochmal auf. Ich glaube schon. Oder? Ja. Mit Guerillataktiken kenne ich mich aus, weißt du noch? Wie könnte ich das vergessen? Shit. Ja. Ah, ja, Turm. Geschütz an der Decke. Halten zum Glück nicht viel aus.
Wahrscheinlich sehr billig zusammengebraut oder wo auch immer er sie her hat. Wahrscheinlich beim US-Militär geklaut, würde ich mal fast von ausgehen. Geht doch nichts über die ja. War das jetzt nur ein Warnschuss? Noch am Leben, hä? Pures Glück. Tja. Glück muss man sich erarbeiten, denn wir hatten beide schon ein Duell und da hast du mich nicht erledigt. Aber gegen meine Armee von Heilmitteln hätte das wahrscheinlich auch ein paar Jahre gedauert. Pures Glück, ja. Er sagte, er wäre ein Mann von Ehre und Stolz, aber so kämpft er irgendwie nicht. Ne? Fehlt jetzt eigentlich so ein Spruch, ich dachte, wir beide könnten das wie Männer regeln, oh Gott. Stattdessen schießt er einfach nur aus der Ferne auf uns. Dass du bis jetzt überlebt hast, verdient Anerkennung. Ja, da kann ich mir auch einen Arsch mit abwischen mit deiner Anerkennung. Ich wäre tot, hätte ich weiter auf Leute wie sie gehört. Ah ja, diese schöne Szene. Der Tod holt die Feiglinge in die Leichtsinnigen. Welcher bist du? Keine Ahnung. Ich frag ihn, wenn ich ihn sehe. Gott. Ja, und was soll ich stattdessen machen? Gerade drauf zulaufen? War doch nicht nötig. Du bist etwas ganz Besonderes, Pretty Boy. Könntest mal aufhören, in deinen scheiß Anglizismen zu reden. Warum kann er nicht sagen, statt Pretty Boy Schönling? Und ah ja, jetzt kommt. Da falle ich nicht mehr drauf rein. Da bin ich früher immer genau reingelaufen. Ist mir jetzt auch scheißegal, dass ich dazwischen rede. Ich wollte gerade sagen, bevor ich in diese Falle nicht reingelaufen bin, warum kann er nicht statt Rookie einfach Anfänger sagen? Und statt Pretty Boy einfach Schönling? Warum immer in diesen verfickten Anglizismen sprechen? Aber ja, American Made und ja, was weiß ich was. Egal. Jetzt geht es, Soldat! Okay, das war keine gute Idee. Aber wir haben ihn einen mit der Magnum mitgegeben. Sie ziehen das echt durch? Es ist noch nicht zu spät. Wir beide sind zwei Seiten derselben Medaille. Unser Blick auf die Dinge wird verschieden sein. Sag sowas nicht, ey. Zwei Seiten derselben Medaille. Ja, hier dein Sweet Chin Music ging daneben. Und du hast nichts dazugelernt. Ich muss sagen, du enttäuscht mich. Von Ihnen nehme ich das als Kompliment. Hey. Oh Gott, ich war jetzt gerade zu sehr fokussiert darauf, mich zu fragen, warum hier es kein sauberer Treffer war mit der Magnum. Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund. Hat er genug? Sind wir fertig, Krauser? Wie oft hab ich dir gesagt? Du bist zu weich, um zu tun, was nötig ist. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, Rookie. Ich sehe da noch einen ganz anderen Unterschied. Zeit für deine Abschlussprüfung. Da bin ich gespannt. Das ist die Macht. Jetzt sind sie endgültig durchgedreht. Ja. Ach, Scheiße. Hat er mich erwischt? Ja, Scherz, weiß ich nicht. Das soll also ihre wahre Kraft sein? Ich würde mein Geld zurückverlangen. Ja. Refund ist wohl nicht drin. Sprechen wir auch meine Anglizismen, ne? Wo ist er? Ah, der wollte uns nur ein bisschen an der Nase rumführen, ne? So mit Items locken und dann kommt er um die Ecke geschlichen. Naja, wir haben auf jeden Fall
schon ziemlich viel eingesteckt. Ich will gar nicht am Ende des Kapitels auf die Statistik schauen, ehrlich gesagt. Wie viel wir eingesteckt haben. Aber naja. Fuck! Das kann echt... Ich kann's kaum erwarten, dich zappeln zu sehen. Ja, okay, wir machen das... Wir sagen es jetzt mal so, wir kassieren diese ganzen Treffer, um ihm Selbstvertrauen zu geben. Hat er bestimmt nötig. Naja, wir vielleicht auch. Möglicherweise. Naja, okay. Zeit, wahrscheinlich Zeit fürs letzte Gefecht, ne? Irgendwann muss auch mal mit dem Vorspiel Schluss sein. Und wir müssen das Ganze zu einem Ende führen. Wäre schlimm, wenn nicht. Shit! Wir sind noch nicht fertig. Das wird deine letzte Lektion. Nein. Wird Zeit, dass der Lehrer was lernt. Oh, wie zuversichtlich. Greif an, Rookie! Nee, so nicht. Bist du bereit, Rookie? Nee, ich brauche erstmal... Scheiße. Ich brauche erstmal noch eine Aufwärmung, wollte ich sagen. Bin nicht überrascht, dass du so weit geschafft hast. Bist du nicht? Gib auf. Niemand kann es mit meiner Stärke aufnehmen. Wow. Naja, nicht gut, nicht gut. Beschützen. Wenn sie so weitermachen, gibt es bald nichts mehr zu beschützen. Früher hätten sie das gewusst. Genau da liegst du falsch. Ich wusste gar nichts. Jetzt schon. Du kannst diese Macht nicht verleugnen. Stell dir vor, über welche Stärke du verfügen könntest. Scheiße. Und zu so einem Freak werden wie sie? Das soll wohl ein Scherz sein. Echt mal. Ja, geht gerade gut an unsere Heilmittel. Immer versuchst du das letzte Wort zu haben. Komm her, ich treib dir das schon noch aus. Er hat eine Reichweite mit dem Angriff, meine Fresse. Kein guter Kampf gewesen, aber naja. Was du tun musst. So ist gut. Gut trainiert. Leon. Das haben sie. Haben sie, Major. Knapp daneben. Das haben sie. Ja, jetzt haben wir getroffen. Ja, heilige Scheiße. Jetzt haben wir sein Einsatzmesser, mit dem wir ihm gerade einen Stich ins Herz verpasst haben. Wortwörtlich. Ja, war echt nicht der beste Kampf. Am Ende einfach nur noch stumpf mit der Magnum auf ihn gezielt. Nicht irgendwie auf Verteidigung geachtet. Ich dachte, wir können ihn eigentlich relativ schnell damit abservieren. Ja, war nicht der geilste Kampf gegen ihn, aber okay. Wir haben die Vorräte gehabt. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Magnum-Munition an ihm verschossen. Hätten durchaus mehr treffen sollen. Aber, naja. So, haben wir noch ein Messer. Wir haben jetzt hier auch Krausers Messer im Inventar, was wir auch nochmal aufwerten können.
Ja, auch eine schöne Sache. Und ja, dann lassen wir Krauser jetzt hinter uns und gehen weiter unseres Weges. Das Kapitel müsste eigentlich auch gleich zu Ende sein. Ja, dem Lehrer noch was beigebracht. Die wichtigste Lektion, die er uns beigebracht hat, ist, dass wir nicht so werden wie er. Aber das wussten wir wahrscheinlich auch schon vorher. Ah, da sind wir am Ende des Kapitels. Oh Mann, ich will gar nicht auf die Statistiken gucken. Trickschuss haben wir noch vorhin eine Trophäe gekriegt. Boah, 46 Mal Schaden erlitten. Hammerhart. Echt hammerhart. Ja, machen wir hoffentlich in der nächsten Session besser. Das war's jetzt erstmal für diese hier. Ganz schön lange. Boah, fast 2,5 Stunden waren wir jetzt zugange für diese beiden Kapitel. Beim nächsten Mal gehen wir in die nächsten. Es wird actionlastig. Es wird Zeit, dass wir diesen Motherfuckern einen Motherfucker entgegenstellen. Und ihr wisst, was das heißt. Beim nächsten Mal. Es wird motherfucking ernst. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet soweit Spaß. Danke für alles und beim nächsten Mal sind wir wieder da und wie immer, tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming.